Und damit herzlich willkommen zurück. Moin, moin. Hallo Rick, du bist ja auch schon da. Lässt du den Rülpser jetzt drinne? Nein. Sowas würde ich doch nie machen. Oh, das würde mich freuen. Aha. Ich finde, sowas ist immer ein sehr schöner Einstieg. Das war auch herrlich bei der Aufnahme mit Nico. Der hatte dann irgendwas gesagt und dachte dann, ich fange schon den Part direkt wieder an, aber die Aufnahme lief noch gar nicht. Weil manchmal nutze ich halt auch einfach irgendwelche kurzen, prägnanten Stichwörter von den Gastkommentatoren und sage dann einfach so, okay, geht weiter jetzt. Sind die immer noch dabei, den Brutstättenbomber kaputt zu machen? Was für ein Bomber? Brutstättenbomber. Brutstättenbomber, das hört sich ja sehr schön an. Ja. Eine wundervolle Alliteration. Nee, ja doch, ja. Nee. Ja, ja doch, schon. Fängt beides mit B an. Ja, ist richtig. Aber eine billige Alliteration. Ja, gut. Das ist ja egal. Ja, ja. Da muss ich auch sagen, da war ich so... Also, es gab eine Zeit, da wusste ich nicht wirklich, was eine Alliteration ist. Ach so. Oder ich habe es zu dem Zeitpunkt verpeilt. Ich kann mich noch erinnern, bei dem Hörspiel-Podcast, den wir bei dir aufgenommen hatten, vor 4 Jahren. Gut. Kann sein, ja. Da hattet ihr, also du, Dave, über Alliteration gequatscht und ich habe denen irgendeinen Bullshit gesagt, was keine Alliteration war, weil ich gar nicht wusste, genau was das bedeutet. Das weiß ich gar nicht mehr. Oh. Vor allem, ich habe mir das angehört und das war mir so unangenehm, das zu hören. Ich nehme mir so, ey Rick, halt einfach die Schnauze, du redest gerade kompletten Schwachsinn. Das ist Teufelskicker ist keine Alliteration. Ach, du hast Teufelskicker gesagt. Ja. Als Beispiel. Weil wir wollen bei Alliteration bei Hörspielreihen, so Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und sowas. Und ich komme dann damit so zu Teufelskicker. Das ist natürlich ein sehr geiles Beispiel, ja. So viel Bullshit stellenweise drin, das ist... Teufelskicker, das ist gut. Ja. Aber war auch schön, wo ich denn einmal, ich glaube, das war sogar in einem der ersten Jahresrückblicke, da habe ich Triologie gesagt. Und da hattet ihr beiden denn nur gelacht und ich wusste halt auch nicht, warum. So, wie ist das falsch? Ganz, aber ganz ehrlich, das sage ich auch ganz oft immer noch falsch. Ich finde das auch nicht schlimm. Vor allem, es gibt ja auch die Diskussion, viele sagen original und manche sagen original. Ich habe da jetzt kaum Unterschied gehört, ehrlich gesagt. Original oder original? Achso, ohne I quasi. Ja, original, ja. Jawohl, also im Zweifel immer so, wie man es liest, würde ich sagen. Ja. Ich meine, also ich würde sowas wie original so in Richtung Dialekt setzen. Okay. Aber original. Beispielsweise, ich glaube, Cook mit K zählt auch irgendwie als Dialekt. Ja, mittlerweile darf man es ja sogar mit K schreiben, was ich total krank finde. Mhm. Ich finde das so dämlich. Cook. Das ist genauso wie Portemonnaie, was halt nicht mehr Portemonnaie geschrieben wird, sondern halt Portemonnaie. Ja, das ist auch komisch. Herr Vogel! Ja, ist einer. Mit TV, bitte. Oh! Das ging flott. Jetzt kannst du auch richtig draufhauen. Ne? Ja, das habe ich noch nie geschafft. Ich habe immer nur einen Schlag geschafft. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Ne, du musst warten quasi, bis es angezeigt wird. Ja, okay. Mhm. Da wird dir normalerweise das Schüttelzeichen angezeigt und dann kannst du los. Ja. Donnern. Ich habe immer einen Treffer bisher gehabt. Das hatte ich bei meinem allerersten Run damals, als ich mir das Spiel gekauft hatte, auch. Ich denke, hä, was mache ich denn da falsch? Ich verstehe das nicht. Nee. So, das heißt, die ersten 3 Welten komplett außer 2K-Level, aber das machen wir später. Genau. Dann starten wir mit dir noch in die 4. Welt. Jawohl. Sehr schön. So, was kommt denn? Wie heißt der? Höhle! Höhle, Höhle, Höhle. Also wie gesagt, hier ist alles voller Loren und Raketenlevel. Oh Gott, okay. Ja, Loren kann ich... Ja, das kann schlimm werden. Musste mal lochen hier. Oh, ja, der war jetzt nicht so gut, aber okay. Das stimmt. Das stimmt, richtig. Ja, der war nicht gut. Das ist korrekt. Ist hier was versteckt, was Schönes? Ah, oh Gott, ne. Klang so ein bisschen wie Pierre lustig, ne. Schmeckt's denn? Ne. Ah, immer noch sehr schade, dass die YouTube-Kacke nicht mehr existiert auf YouTube. Gibt's gar keine mehr? Also, nee, also die Brotbacken haben nimmer zumindest nicht mehr. Ja, halt! Ich wollte doch gar nicht zurück.
Darf ich doch hier rein? Ja. Ja, aber du kommst da sowieso wieder zurück, weil du musst das Ding da sprengen. Ach so. Ja, ich wollte... Ja, das ist ja manchmal, wenn man das noch nie gespielt hat, weiß man ja nicht, wo geht's denn jetzt weiter und wo ist es geheim. Einmal habe ich da bestimmt 2 Minuten lang gedacht, oh, ich bin in einem Bonuslevel. Ich denke, oh, das ist ja mal ein interessantes Bonuslevel, bis ich gemerkt habe, dass das der ganz normale Levelfortschritt war. Das war auch interessant. Sehr schön. So, jetzt kann ich hinten oder hier weiter, ne? Ja, du musst da vorne weiter, weil da ist jetzt nur zum Sprengen gewesen. Deswegen ist eigentlich das erste Mal mit dem Fass hin Quatsch. Weil du kannst eigentlich auch einfach mit einem Rollsprung darüber. Ja, jetzt habe ich das verstanden. Oh, endlich mal wieder ein Original-Tiki. Jawohl, und du kannst die Lampen auspusten. Ah, danke. Ah, sehr schön. Was ich übrigens schade, das ist das Einzige, was ich auch so ein bisschen schade finde tatsächlich, dass wir keine Kremlinge mehr haben. Mhm. Die waren anscheinend rare vorbehalten, ich weiß es nicht. Genau, die durften die tatsächlich wegen Copyright nicht benutzen. Schade. Aber weißt du, ob da irgendwie noch alte Entwickler von Rare hier mit am Start sind bei dem Spiel? Tatsächlich, das wird ja von Retro Studios gemacht und ein Großteil der Entwickler, die da sind, sind vom alten Rare. Das ist schön. Die andere Hälfte quasi, die damals die Spiele gemacht hat, die sind dann zu Playtonic Games gegangen und haben Yooka-Laylee und sowas gemacht. Was für ein Ding? Yooka-Laylee. Das habe ich nie gehört. Quasi Nachfolger zu Banjo-Tooie. Okay. Beziehungsweise zu Banjo-Kazooie auch. Ja, das kenne ich wiederum vom Namen her. Genau. Und da haben die sich dann... Soll ich mal durchfliegen? ...quasi wieder zusammengefunden. Und der erste Teil, der ist so ein bisschen Banjo-Kazooie-mäßig. Und der zweite hat stark was von Donkey Kong Country. Okay. Weil es auch wieder 2D-Side-Scroller ist. Ich glaube, das könnte dir von der Sache her auch gefallen. Aber es ist auch ein bisschen knifflig. Oh, das sind mit die einfachsten hier. Ja, auch die finde ich super angenehm. Ja, da freut man sich immer, wenn man was Leichtes kommt. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Schön sind aber auch die, wo hier die ganzen Bananen so im Kreis drehen. Da kann man immer so schön viele direkt absahen. Schön finde ich auch, wo du einfach nur mit den Fässern so ein bisschen im Kreis rumschießen musst. Das ist auch mal schön angenehm. Ja, das geht auch. Ist nur ein bisschen blöd, wenn man dann versehentlich sich einfach runterschießt. Habe ich auch schon gehabt, ja. Ich will die doch haben, die Banane ist. Ja, wieso fliegst du denn so stark? Einen Rollsprung gemacht hast, Mensch. Ja, das wollte ich ja gar nicht. Vielleicht hat der schon die Ordnung, aber. Ha! Ah! Scheiße, sterben. Aber da musst du auf jeden Fall darauf achten, dass du die nicht mit hochnimmst. Was? Die, hoch, die Loren. Also, dass du quasi nicht in der Lore, sondern nur auf der Lore bist. Nochmal. Dass ich nicht auf der Lore bin, sondern wie? Nee, normalerweise bist du ja in der Lore und nimmst die beim Springen so mit hoch. Ja, so war es in den alten Teilen. Hier ist es, glaube ich, nicht immer so, ne? Oder wie? Na, hier in dem Level ist es auf jeden Fall nicht so. Davor, in Welt 1 war es schon so. Achso. In dem Fall steht ja da quasi nur drauf. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Die fährt weiter. Genau. Das habe ich eben gar nicht gecheckt. Alles klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Danke. Alex hat's begriffen. Da musst du quasi mit dem Schwung mit. Gott, oh Gott. Wogel! Ja, genau so. Manche sagen, es ist halt aber auch echt kackenschwer. Also ja. Hier, finde ich, zieht das Spiel schon ziemlich an an Schwierigkeitsgrad. Aha. Hört nicht doch auch mal, ich will doch gar. Ich hasse das, wenn er. Ja, ja. Also der Kauf der Leben hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt ja schon 30 wieder verloren. Aber das ist bei mir normal. Ich verliere immer viel. Und ich schäme mich deswegen. Mann! Und später kommt noch so ein schöner Abteil mit einer riesigen Fledermaus. Oh, ich glaube, das weiß ich sogar noch. Ich fand das schon saugeil mit dem Oktopus. Ja. Den fand ich richtig. Der war richtig cool. Die Musik davon läuft bei mir auch gerade im Hintergrund. Ah. Okay, oder so. Eigentlich wollte ich gar nicht direkt, ich wollte auf das fliegende Vieh springen. Auf den Flattermann? Ja, sind das welche? Ja. Okay, dann ja. Oder auch schön, wie der Wolle sagt, die Flatteraner. Okay, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwas verpasse, was wichtig ist. Das machen sie ja gerne mal in solchen Dingern. Oh. Wenn du was verpasst, schrei ich. Was? Wenn du was verpasst, schrei ich. Ja, ich habe mein Leben gerade verpasst. Ich glaube, das passiert leider einigen Menschen manchmal. Du hast dein Leben verpasst. Einigen Menschen manchmal, das ist auch eine schöne Mischung.
Ich weiß immer, wie er richtig schön finde, ist halt, oh, ich wollte mir doch das Leben nehmen und ich habe es nicht gekriegt. Genau. Das finde ich wieder herrlich. Oh, ich muss das Leben nehme ich. Ja. Aber warum? Du bist doch tot. Da bist du doch tot. Das ist aber dabei. Das ist prima. So klang das gerade. Das ist aber doch tot. Das ist immer der Tod. Das ist immer der Tod, ja. Da sind wir der Tod, genau. Ah. Ah. So. Also hier meinst du jetzt ja direkt springen geht besser. Okay. Genau. Was wolltest du gerade sagen? Eigentlich nicht. Achso. Ich wollte jetzt den Rest der Session eigentlich ruhig bleiben. Ah, okay. Ja. Das ist schade. Ja, das ist ärgerlich. Da denke ich immer wieder gerne dran. Das ist so ein geiler Moment. Wie Dave sich so aufgeregt hat. Und ich so, ja, ist ärgerlich. Da hat es bei mir die E-Mail. Das war, glaube ich, in dem Getreidefeld, ne? Ja. Da hat er sich so in Rage geredet. Diese Scheißdinger. Er war richtig böse. Dann war auf einmal ruhig. Ja, ist ärgerlich. Und er so, ja, ist ärgerlich. Das klang aber auch von dir sehr trocken, weil das klang so ein bisschen, als wärst du da gerade abgelenkt gewesen. Nee, das gar nicht mal, aber ich hab das nicht so dramatisch gesehen. Ich finde das Level irgendwie gar nicht so schlimm. Und Dave hat sich da wahnsinnig aufgeregt. Ich dachte, ja, ist ärgerlich. Aber damit war das Thema. Ein bisschen ähnlich wie, ich weiß gar nicht, da warst du doch auch dabei in der Session, wo Dave so diesen Schrei abgelassen hat in Sparrow 3. Ja, klar, dadurch habe ich den ja bei mir in der Tonspur. Genau. Damals bei Krog 3, bei Krog 3, genau. Ja, Krog 3 habe ich ganz oft gespielt. Das ist bei Krog am Anfang vom Let's Play. Am Anfang vom Let's Play? Ja. Achso, wo ich das eingespielt habe, den Sound, meinst du? Richtig. Mhm. Stimmt. Nein, doch, Dave, wir spielen Krog. Nein! Und das war an der Stelle so übertrieben von ihm, der Schreiben. Ich hab. Der ist ja vielleicht gerade 3 oder 4 Mal gestorben oder so. Also kein Grund auszurasten. Und er ist völlig. Hat er jetzt? Das war, glaube ich, irgendwie beim Zaubertürme-Skatelet oder so, wo man da auch auf den Türmen rumhopsen kann und sowas. Mhm. Das war schon herrlich. Oh, jetzt geschafft. Das war auch eigentlich so der Grund, warum Nico bei mir Let's Play zu Teil 3 mit dabei sein wollte. Der wollte Skate-Level sehen. Ach so, das war der einzige Grund. Mit der einzige. Er wollte nicht in deiner Aufnahme dabei sein oder so, weil er nicht mag oder so. Er wollte einfach nur das Skate-Level sehen. Richtig. Beim nächsten Mal schicke ich ihm dafür dann einfach Screenshots vom Spiel. Ja. Hier, ich habe dir Bilder vom Skate-Level gemacht. Oh, danke. Das kannst du gehen. Direkt als Wallpaper. Direkt als Porn-Waper. Porn-Waper, auch interessanter Name, ja. Porn-Waper. Nee, Paul. Ich hab schon gesagt, normalerweise könnte man dieses Spiel ja auch eigentlich nennen Donkey Kong ja, genau so. Donkey Kong Country Wii Turns, weil es ja für die Wii ist. Und dann hab ich dann gegen zu gesagt, ja, und Dennis würde es sogar so nennen. Richtig, wollte ich auch gerade sagen. Donkey Kong Country Wii Turns. Ja, das passt sogar. Das finde ich super. Ich finde das herrlich, und seitdem sich ein paar Leute da in den Kommentaren und so drüber ausgelassen haben, mal zu diesem Sprachfehler, nenn ich es mal, hat das ja auch selbst gecheckt und jetzt weist der selbst immer drauf hin. Das finde ich so geil. Besonders halt bei Wayman Wash, ne? Wayman Wash fand ich so geil. Wayman Wash. Auch bei Wayman ist mein Wash hart, ne? Ja, Wayman Wash. Ich weiß gar nicht, kam das noch irgendwie so prägnant vor? Bei Crash oder so? Ne, bei Spyro vor allen Dingen. Spyro, The Dragon, ganz oft natürlich. Genau. Oh, muss laufen. Ach, das ist aber auch ein guter. Ja, auf jeden Fall. Oh, da ist ein Tusselpack. Wie komme ich da hin? Ja, gleich. Ein bisschen geduldig. So. Scheiße, ist da wieder. Nee, jetzt kannst du wieder da. Ach, oh, nee. Ich hasse das immer so. Dann habe ich endlich mal was geschafft. Geil, da kommt neuer Abschnitt tot. Oh, muss ich den wieder lernen. Trial and Error. So, hatte ich dir eigentlich mal diesen Clip mit dem Holländer gezeigt, der Bungee-Springen gegangen ist? Sagt mich jetzt jedenfalls nichts. Wieso? sag ich mal so, sein Darm konnte es nicht unbedingt gut halten. Während dem Sprung. Und da hat er dann halt so gesagt,
So, oh nee, alles ist voll. Ich glaube, ich kenne das sogar, glaube ich, aber ich hab's nicht von. Ich hab das früher, glaube ich, mal gesehen. Ist schon ein älteres Video, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe das irgendwann früher mal gesehen. Oh, vor allen Dingen von dem die Familie sagte so, ja, das macht ihr super. Und er so, oh nee, alles ist voll. Ich sehe was. Die Bonus. Oh nö. Nicht dieses, das schaffe ich doch jetzt wieder nicht. Und das finde ich so kacke. Wenn du ein Bonus-Level nicht schaffst, dann musst du ja dich auch umbringen lassen. Das kommst du ja nicht nochmal rein. Ja. Weil ich aber sagen muss, dass ich für die gehen eigentlich. Nee, ich mag die überhaupt nicht, weil ich dann immer. Da bin ich total Panik und im Zeitdruck. Das ist jedes Mal über diesen Scheißdinger hier. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Das sieht sogar eigentlich sehr gut aus. Nein. Ja, jetzt nicht mehr. Richtig. Doch, siehst du, zeig ich doch. Oh. Mein Rekord war echt 0,01 Sekunden. Boah. Ey, das war auch so ein Scheiß-Level. Ich hätte jetzt gern Speicherpunkt, aber den kriege ich ja nicht. Nee. Du sagst einfach drauf vertrauen und weiter, ja? Genau. Ich hoffe, du hast recht. Ja, natürlich habe ich recht. Okay, du ja, hast recht. Aber ich hab's. Ja, stimmt. Musst du ja nicht nochmal holen. Nö, musst du nochmal das ganze Level schaffen. Genau. Warst du da eigentlich in dem Tunnel drin gerade eben? Ja. Ja, das war auch ein Bonus-Level. Das hab ich sogar sofort erkannt. Erkannt? Ach, da ist ja der. Ja, genau. Ja, kaum wieder erkannt. Kant. Hallo. Das ist so schön stumm. Tschüss, du Nazi. Tschüss, du Spast. Das ist so herrlich. Die alten Dinger sind auch mit am coolsten, finde ich. Herr Lustig! Sie sehen doch drin. Das klingt so geil. Boah, das ist ja auch die Originaltonspur. Yes. Sind sie da drin? Ja. Ja, dann nehmen wir halt den Mittenschlitt. Ja, in den Mittenschlitt. Ja. Ich halte von Uncharted 2 nicht viel. Das ist so geil, wie locker er das sagt. Wo man aber auch sagen kann, was hältst du denn von Uncharted 2? Ich find's gut. Nice. Aber am meisten freut sich ja Peter immer noch auf Uncharted 6. Uncharted 6, ja. Ich bin gespannt, wenn das irgendwann mal kommen sollte, da haben die echt geile Voraussichter gehabt. Uncharted 6. Da wird dann einfach Peter Lustig das Testimonial von. Den schneidet zu so einem Trailer zusammen. Ja. Uncharted 6. Ist das Uncharted 6? Ich finde Uncharted 9. Das sagt er auch so stumm. Oh Mann. Aber eigentlich, hiedentlich. Eigentlich liebe ich Twitter. Ja, die sind so schön suselig. Das ist so schön suselig. Schön scheiße. Ja, Twitter ist manchmal wirklich schön scheiße. Die sind schön scheiße. Das ist auch toll. Das Fahrrad, das lassen wir das mal hier. Das ist aus Bier. Jetzt lieben Bier. Kann ich eigentlich irgendwo nachgucken, ob ich alle Puzzleteile hab, ne? Doch. Auf ja? Plus. Auf Plus. Ist da nichts irgendwie zum Kloppen oder so? Ich hab nichts gesehen, ne. Wir machen jetzt aber erstmal ein anderes Level, dass ihr noch ein bisschen Abwechslung habt. Ja. Das aber Gute ist, Kong, hast du ja auf jeden Fall schon mal, ja. Ist ja nur das eine Puzzleteil. Und da ich jetzt ja weiß, dass ich die Buchstaben nicht nochmal wiederholen muss, dann ist das natürlich eine Erleichterung. Korrekt. So. Kommt Cracky schon? Nein. Eine bombige. Das klingt wieder nach Lore, ja. Das ist aber 4-3 jetzt. Wo waren die zwei? Oben. Ja, aber da war noch ein Schloss vor, oder nicht? Nee. Okay. Erst bei dem Level danach. Hab ich mich verguckt. Okay. Macht nichts. Jetzt machen wir das. Ich geh jetzt nicht. Man kann ein Level nicht verlassen, oder? Nee, doch. Wie denn? Pause. Also Plus und dann. Verlassen. Ich habe letztens so lange ich habe das eine scheiß K-Level nicht geschafft. Und ich habe gedacht, scheiße, ich kann das Level nicht verlassen. Und ich habe das nicht hingekriegt, das Level zu verlassen. Oh, okay, ja, danke. Siehst du, dafür ist es super, dass du dabei bist, weil du mir so ein paar grundlegende Sachen erklären kannst, die ich nicht stalle. Immer gerne. Zum Fortbewegen übrigens den Stick benutzen, ne? Ah, ja, danke. Das wusste ich doch gar nicht. Nein. Ach, ich kann springen mit A, nein. Um mal die grundlegenden Funktionen des Spiels zu klären. Das wäre jetzt so geil, wenn ich jetzt schon, ich bin schon in der vierten Welt. Ach so, mit A springt man.
Das wäre ja viel einfacher gewesen sonst. Ich habe immer einen aufwendigen Cheat eingegeben, damit ich weiterkomme. Vielleicht schaffe ich es auch, auf die Lore zu springen. Ich finde es doch nicht... Ich finde auch schön, wie sie Donkeys Krawatte da so weht. Ich finde das... Ach, die muss ich schalten. Ich finde das gut, ich glaube, da gibt es auch noch mehrere Level von. Wir hatten ja einmal dieses Dunkel-Level, dieses wo die Krawatte dann so rot leuchtet. Das finde ich so cool. Ja, das ist optisch echt schön gemacht. Davon gibt es aber, glaube ich, leider nur noch ein oder zwei Level. Ja, aber ich weiß, da gab auf jeden Fall noch mal eins. Das war nicht das Einzige. In der siebten Welt auf jeden Fall. Das ist cool. Ich glaube, das ist sogar das erste Level der siebten Welt, weil du da die Fabrik quasi vom Qualm und so befreien musst. Ducken. Genau. Genau. Aber wir kriegen das doch hin, Leute. Wir kriegen das noch hin. Ich lerne das irgendwann mal. Vielleicht. Schön war ja auch bei Spyro 3 bei der Aufnahme mit Nico. Da haben wir dann zum Schluss der Session noch Dave gefunden unter der Brücke. Wie? Gefunden unter der Brücke? Na, einer der Eier. Also einer der Drachenbabys heißt der Dave. Ach, stimmt. Und der war unter der Brücke, ja? Genau. Und Alex habe ich auch schon gefunden. Stimmt, der war auch dabei. Aber leider gibt es in dem Spiel keinen Rick. Den gab es aber woanders. Den gibt es in Enter the Dragonfly als Gebäude. Ja, aus alle drei gibt es leider nicht in einem Spiel. Das stimmt. Aber passt ja auch irgendwie, weil ihr seid ja die Älteren und ich bin ja deutlich der Jüngste aus unserem Trio. Bist du das? Dann passt es ja, dass ich im neueren Spiel quasi bin. Ja, stimmt. Du bist erst später dazugekommen. Und dann werde ich auch noch namentlich von Spyro ausgesprochen. Das ist wundervoll. Ah? Du hast Rick gefangen. Du hast Fick gerangen. Welcher Name war das nochmal, der so herrlich war? Krishnamurti? Du hast Krishnamurti gefangen. Das sieht so geil an. Du hast Schwänchen gefangen. Genau. Das ist so stumpf manchmal. Ah, ich wollte springen. So. Ich bemühe mich. Das K hast du schon mal. Nicht mehr viel. Ich habe mich geduckt und er wollte dann irgendwie nicht mehr. War mir schon komisch gerade. Ach Mann, ich will doch gar nicht so hoch springen. Die alte Sau. Du darfst nicht so fest auf A drücken. Ja, ich weiß. Nicht so fest drücken. Aber das bin ich nicht so gewohnt. Das war früher auch nicht so. Da hat man drauf gekloppt und gut ist. Da gab es keine Modifikation beim Springen oder sowas. Alex, nicht so tief. Ja, Rüdiger. Ich habe ja mal geguckt. Von dir gibt es ja zig Videos. Der hat ja einen ganzen Kanal. Ja, ja. Mit tausenden von Videos. Das ist total lustig. Mit seinem Modellbaukram da. Ja, genau. Nicht so tief, Rüdiger. Rüdiger, bitte. Gib mir die Steuerung. Gib mir die Steuerung. Ich habe ihn den ganzen Abend in müßlicher Kleinarbeit. Müßlich? Das hört sich so geil an. In müßlicher Kleinarbeit. Das ist nicht. Gerade bei diesen Ballen dort. Ja, das hört sich so... Diesen Ballen dort. Na. Also, das war kein Meter. Hast du das gesehen? In letzter Zeit habe ich immer wieder so ein Ohr von Wolfgang, pass auf! Der Reif verloren! Das ist auch so stumpf. Fein vorher noch so, ach du Scheiße! Ja, das klingt so richtig schön blöd! Ach du Scheiße! Der Reif verloren! Vor allem, dass er das auch noch zweimal sagt. Ja, das Video ist auch so stumpf dabei. Wie dieser Reif, der plopp, plopp. Das hätte auch theoretisch einfach nur ein Video sein können, wie jemand einen Reifen so hochschmeißt über den Zaun. Ja, so sieht's ja auch aus. So, jetzt versuche ich mal, mich zu konzentrieren. Genau. Motor wieder versuchen. Mach mal ein bisschen Fokus hier. Fokus, Senua, Fokus. Sag ich auch manchmal zu meiner Kamera, so Fokus jetzt mal. Ja, Fokus. Den haben wir schon. Gut. Was war ich gerade? Ich weiß nicht, was war das Problem? Warum bin ich gestorben? Das weiß ich schon nicht mehr. Aha. Weil du zu früh gesprungen bist beim letzten Mal. Genau. Was passiert? Aua. Vielleicht ein bisschen schwieriger noch, aber. Ich dachte es mir schon. Da unten ist eine Banane! Ja, da ist auch Bonus tatsächlich.
Ja, da muss ich wohl hin. Ja. Das also, hätte ich aber auch vergessen, hätte ich es jetzt nicht gesehen. Also einzelne Bananen in einem Donkey Kong Country Spiel war früher schon ein Anzeichen dafür, da musst du hinspringen, da ist was Tolles. Genau. Und das ist hier immer noch so. Aber wenigstens belohnt einen das auch und nicht wie bei so Sachen wie New Super Mario Bros. Man denkt so, oh Münze, ich hab da ein krasses Secret gefunden und dann kriegt man ein Leben. Ist ja gar nichts, ne? Ja? Oder verarscht ist natürlich auch schön. Oder halt einfach nur mehr Münzen. Mehr Münzen? Keine Seemünzen. Mhm. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Und so ein Maulwurf ist doch stark mit der Endgegner, ne? Nur im Groß dann, glaube ich, ne? Genau. Und in einer großen Welt. Aha. Das Haar ist noch da. Eigentlich kann niemand, der unsere Abwesenheit der Schachzimmer betreten hat. Genau. Hallo Speichersaal. Ach, immer wieder schön. Ja. Ah, oh, da wolltest du mich aber kriegen, ne? Ja. Hast du gedenkt, ne? Ah, da. Ah. Da bin ich das so. Das klang aber auch herrlich. Wieso? So, aha. Aha. Schade, dass ein paar Pokémon auch nicht mehr da sind. Das war so geil, ne? Ja. Das mit dem roten Auto ist, glaube ich, auch weg, ne? Ja, leider. Leider. Das Auto ist doch rot, ne? Ein grünes Auto. Grün ist doch rot. Herrlich. Bier. Ja, Freibier. Das ist so geil. Ach, scheiße. Da war ein Buchstabe. Sieht's aus, als hätt's wassig scheiß. Ja. Die Putzfrau von gegenüber hat letztens wieder gesagt, rumbelig, rumbelig, rumbelig. Das ist so wie selbstverständlich, sagt er das so. Ja. Oder auch mit den Kindern so. Hat er wohl eine polnische Putzfrau, wenn die sowas gesagt hat. Oh. Das ist so geil. Mir fehlt noch ein Puzzleteil. Ich hätte das damals echt downloaden sollen auch noch. Ja. Na, vielleicht kommen wir immer wieder. Manchmal gibt es ja noch so Re-Uploads. Hurra, hurra, der Kobold mit dem Code im Haar, hurra. Ja, der Kobold mit dem Code im Haar. Was war denn das eigentlich nochmal? Das war eine andere Pumuckl-YouTube-Kacke, glaube ich. Mit der Rüstung, wo er die aufmacht und dann so, was du da bist. Ja, das gab's auch. Das war das mit dem Schloss. Aber, oh Gott, das war echt gar nicht mehr genau. Geil ist es auch, wo sie den Pudding kochen. Oder, oh, dieser Kack, lecker Kack. Das war richtig schön. Da war ich dann auch noch, als hier Mr. Eder reinkam, als er dann so gesagt hat, so, na, Pumuckl. Mit sehr verzerrten Stimme. Oder denn so, Ene wie eine Liste, ich finger nicht, wie ich finger. Das ist so ein geiler Spruch. Ene wie eine Liste, ich finger nicht, ich fiste. Das ist so geil, wie er das so trocken sagt. Herrlich. Das ist echt richtig YouTube-Kacke-Kunst. Ja. Das ist herrlich. Oh Mann, ist das gut. Was gab's denn denn noch? Es gibt's. Ja, was gab's denn dann noch? Da war da noch irgendwas, als er dann in das Auto rein ist oder so? Oh, toll. Ins Auto rein? Ja, da ist er durch die Gegend gefahren. Ah, genau. Der hat ja noch irgendwas gesagt. Aber mir kommt das partout nicht mehr in den Kopf. Boah, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt's das Video doch nochmal wieder zu gucken. Können wir drauf achten. Das wäre echt cool. Ich betreibe mal nebenbei Recherche so ein bisschen. Ja, mach ich. Guck mal. Aber ohne Archiv. Das darf auch nur Bob. Genau. Oder irgendwo gab's da nochmal einen Versprecher mit Recherchen. Das ist auch Bob vorbehalten. Recherchen und Arschi. Deswegen bin ich jetzt eigentlich gerade wieder gestorben. Ach du Scheiße! Der hat Reifen verloren! Warum? Was mache ich denn hier? Ich schreibe hier bei YouTube in die Suchleiste. Pumuckl-youtube.com. Warum nicht? Ich glaube, ich kann da rein. Ja! Oh, ich muss das jetzt schaffen. Das finde ich scheiße.
Was sind das hier eigentlich schon wieder für scheiß Titel? Wieso? Der Pupsmuckel, Pumuckel, Kackschnödel. Pumuckel, Kackschnödel? Ja, es muss ein geiles Video sein. Pumuckel und die große Scheiße. Ja, stimmt, da gab es das mit dem. Es gibt auch noch Pumuckel und der Wassergeist. Kennst du das? Das haben wir da auch schon mal geguckt, glaube ich. Wo sie da am See. Ja, der Scheiß da sitzt des Wassers, See. Ja. Der Scheiße, ich hab's verkackt. Der Scheiß des Wassers. Genau, das ist irgendwie so geil. Das ist richtig geil. Oh, jetzt muss ich mich töten. Warte mal, ist es das letzte Puzzleteil, was fehlt? Ja! Okay, dann schön. Weil dann kriege ich alles. Oh. Aber die guten gibt's nicht mehr, ne? Unsere drei leider nicht. Favoriten da. Aber mit dem Scheiß des Wassers war das mit dem Boot. Der Scheiß des Wassers. War ihnen in Satoshi so. Jetzt ganz ein Scheiß. Ja. Oder auch schön. Weil das hier Pumuckl und die großen Geheimnisse der Stochastik. Was? Was kann das denn sein? Da müssen sie anscheinend irgendwelche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen oder so. Wahrscheinlich. Man kennt ja die Bots. Ja! Tue ich den Rohling Umschlag rein. Genau. Was ist das denn, YouTube-Kacke? Pumuckl missfallen die Schattenseiten beim Analsex. Missfallen was? Die Schattenseiten beim Analsex. Ah ja. Warum nicht? Ah ja. Jetzt kommst du. Meister Pumuckl und sein Äderchen. Äderchen, aha. So, jetzt gucke ich hier aber auch mal wieder mit. So, jetzt komm, jetzt muss ich es schaffen, bitte. Ich kann das halt nicht.